Jo, was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen, meine Freunde. Herzlich willkommen zu einem neuen Video, meine Freunde. Und heute, meine Freunde, ja, was machen wir heute, meine Freunde? Heute reagieren wir mal wieder auf cringe Straßenvideos, meine Freunde. Und zwar auf kein geringeren als 43 Seko. Und zwar auf das Video, sie will gerne im Auto. Luxemburg Edition. Schock, Schock, Schock. Was wird uns hier für ein Video erwarten, meine Freunde? Ja. Ja, meine Freunde, was geht? Willkommen zu einem neuen Video. Und heute. Was genau, meine Freunde? Wir sind mal wieder in Luxemburg, ja, walla. Tut mir wirklich leid an die Leute. Walla, ja, ja, aber ja, ja. Schon wieder in Luxemburg. Und was heißt, tut mir leid? Ja, auf jeden Fall mit Leuten. Diesmal nicht hops nehmen. Einfach Sachen fragen, auf Freestyle-mäßig und ja, check. Schiff meine Mutter, von wo hat der diese. Walla, diese Stone Island-Jacke ausgepackt? Aus welchem Jahr? Ab und lass einen Daumen nach oben und ja, bis gleich. Ja, meine Freunde, wie heißt du? Le. Walla Kasen schreibt mir, ey, wann bist du bei mir? Suppe. Oder wir, ey Leute, falls ihr schreibt, wie viel Uhr wir haben, ne? Wir haben original 6.02 Uhr. Das könnt ihr, glaube ich, jetzt aber nicht sehen. Ich muss dafür, glaube ich, das komplette Licht hier ausmachen. 6.02 Uhr und die Leute wollen mit mir Suppe trinken gehen. Hehe. Ja, warum denn nicht? Liz. Was? Liz. Und wie heißt du? Laura. Ja, wir gehen jetzt zu den Leuten. Aber Allah, ich habe richtig Schiss, dass Leute mich hier dumm anmachen oder so, ne? Aber guck mal, da ist eine. Ach ja, bevor wir weitermachen mit dem Video. Freunde, wir schalten ganz kurz in die Werbung. Nein, Spaß. Und zwar nochmal kurze Erinnerung, ja? Nächste Woche geht's mit dem Stream auf Twitch los. Geht einmal in die Bio. Da ist die Adresse, wo ihr die Zuschauerpakete hinschicken könnt, ja? Ich hab's jetzt, denke ich mal, oft genug erwähnt. Wir machen eure Pakete im Stream auf. Also ihr könnt auf die Adresse, die unten ist, Name, Kanye West Sascha, und dann eine Adresse, Hauptstraße, und dann Postfiliale daneben schreiben, darunter Postleitzahl und so weiter. Steht alles in der Bio. Könnt gerne schicken. Was ihr wollt, seid kreativ, seid lustig. Ich freue mich auf eure Pakete. Die machen wir gemeinsam im Stream auf. Ich habe euch jetzt genug genervt, ja. Ihr könnt alles in der Bio abchecken, also es geht weiter. Könnt ihr Deutsch? Könnt ihr kein Deutsch? French. Englisch? French. French? Je ne sais pas le comment faire. Oh, der französische Boss, aha. Pardon? Mein Englisch ist nicht so gut. Tim? Woher kommst du? Ich komme aus Rossport. Bei einem neuen Video auf meinem Kanal. Du heißt Gendo, ne? Bist du? Ich. Du heißt Gendo, ne? Ich heiße Lea. Woher kommst du? Luxemburg. Siehst du auf jeden Fall lachig drauf. How are you, Bruder? I'm fine, nigga. Oh. Da würde ich aufpassen. Zum Glück ist der Bre maskiert, weil ansonsten. Könnte da gut Jagd gemacht werden auf einen White Boy. What's your name? My name is Ilian. And what's your name, bro? My name is Noah. Bruh. Drei Sachen, was ein Mädchen im Bett nicht sagen darf. Warum bist du so schnell gekommen? Warum hast du nicht rasiert? Drei. Der Bre musste das, glaube ich, oft hören. Warum bist du so schnell gekommen? Sachen, was an deinem Freund so abtönt ist. Wenn er stinkt, also ungepflegt, ja. Ungepflegt. Ja, ich denke mal, das hassen alle Frauen, ne? Jede Frau achtet auf Hygiene, auf Pflege. Pflege, ja, und wenn er so ständig über andere Mädchen redet. Das wollen, nehme ich mal an, beide Seiten nicht. Niemand mag es, ne? Wenn man über jemand anderes redet. Und letzte? Wenn er sich nie Zeit für dich nimmt. Das ist sowieso A und O. Du brauchst Zeit für deinen Partner. Ja, three points, why you have sex? Was? Was? Ich nehm. Also, ja. So, naja. 3 points, why you have sex? 3 points? 3 points, why you have sex? Why you have sex? In your life. I don't know. do you have sex in your life? Yes. Yes, of course. We live in 20... Wie heißt das ja auf Englisch? Egal, 22-1 and yes, of course I have sex, yes. Oh my god, what? I have, yes, actually I have sex. Heißt euch, ich werde die Leute hier noch mehr auseinandernehmen und ja, schaut alle vor. Pä-de-Seko ist hier auseinandernehmen. Pä-de-Seko, Junge. Wait. Drei Sachen, was du im Bett nicht sagen darfst, also was ein Mädchen nicht sagen darf im Bett. Bro, das ist so eine Schwierigkeit. Alter, schwer, dass der A, jemals eine Freundin hatte, B, jemals Geschlechtsverkehr hatte, C,
Ich mach nur Spaß, mal alles zurück. Du schießt dich, das scheiße nicht so. Was heißt das? Im Sinn von schlag mich so, also ich mag das so. Wie, deine Hand hat zu dir gesagt, schlag mich? Hast du dich selber geslappt oder was? Mal was noch? Komplett abtönt. Also wenn sie sagen würde, schlag mich, dann sagst du, ey, hör auf damit. Der zu Hause so, slap me, okay. Scheiße. Bin ich schon, ja. Papa, die ist geil, lo. Auf jeden Fall. Er sagt, der Rest wäre geil. Meine erste Frage lautet, ne? Drei Sachen, was ein Mann im Bett nicht sagen darf. Nicht extra leise. Denn Beleidigungen so. Ja. Ich habe die Frage falsch verstanden. Ja. Ey, du Hurentochter, schlag mich. Ja. Er darf das nicht sagen, das geht gar nicht. Nein. Warum? Warum soll das ein Junge sagen? Ja, ich weiß nicht. Das ist gerade in meinen Kopf gekommen. Algerier? Hein? Algerien? No, Marokkan. Oh, Nafri. Oh, Nafri. Hein? Nafri, Nordafrikan. No. Mein Französisch ist so schlecht, ich muss mit den Leuten Französisch reden, Alter. One question, ne? How are you? Fine, and you? Aber du kannst gut Deutsch, oder? Ja. Keiner kann hier Deutsch außer du, ne? Nein. Drei Sachen, was du deinen Eltern verheimlicht hast. Wo ich an manchen Tagen war, was ich getan habe. Was zum Beispiel? Ja, aber das sieht eh nicht, weißt du? Weißt du? Keine Ahnung. Ah, Disco und so, was? Meinst du? Zu Jungs nach Hause? Ja, zum Beispiel. Er will die Antwort aus den rauspressen wie Limetten, Digga. Guck mal. Meinst du? Zu Jungs nach Hause? Ja, zum Beispiel. Oh, und bei dir so? Dass ich in der Schule gespickt habe. So. Hey, das ist ja nichts Schlimmes, oder? Ja, Mann. Mit wem ich unterwegs bin. Hey, also, deine Eltern mögen dich, wenn du mit so Leuten unterwegs bist, die so... Hey, Seko, Alter! Junge, nimm doch einmal Luft, Junge! War das denn nicht mehr böse gemeint? Ah, Bruder! Bruder! Wenn ich unterwegs bin. Hey, also, deine Eltern mögen dich, wenn du mit so Leuten unterwegs bist, die so. Weißt du, was ich meine? Na. Slavat, Digga! Walla, Billa, Slavat, Digga! Ich schupf Koran, wenn dich. Irgendeiner verstanden hat, schiebt diese 1,5 Liter Bollweg-Flasche. Ihr wisst wohin. Was laut denn da? Mit wem ich unterwegs bin? Hey, also, deine Eltern mögen dich, wenn du mit so Leuten unterwegs bist, die so. Weißt du, was ich meine? Nein, aber. Du weißt, was ich meine, oder? Ey, ihr wisst doch, was ich meine, oder? Ich sag's einfach nicht, dann sonst stellen die so viele Fragen. What's your name? Nirini. How old are you? 25. Really? Do you have a boyfriend? No. Okay. Why? Ah, you are a lesbian? Drei Sachen, was... Das war kurz Schock. Was deine Freundin, also was an deiner Freundin so abtönen wäre, was zum Beispiel jetzt manche sagen so aussehen. Also was in deiner Hand abtönen wäre. Oder so, was wäre für dich so abtönen? Wenn ich das Aussehen abtönen würde, wär's ja nicht meine Freundin. Also... Sehr, sehr gut. Mannsvibe. So, einfach typisch Mann, so Mannsvibe. Drei Sachen, was dein Freund so, was er, wenn er was macht, was abtönen sein könnte. Also, weil da will der Seko einmal seine Beats im Hintergrund unterbrechen, Digga. Zum Beispiel, ihr seid draußen so, drum und dran. Was darf er nicht machen so? Meine Hände halten, das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Oder mich, Baby oder Schatz oder so. Das so. Und bei dir so? Mädels, Händchen halten, ich denke mal, jeder von euch will das. Und Baby, Schatz genannt werden. Das wollen die Frauen doch in der Beziehung so. Diese großen. Hä? Was verstehe ich hier nicht? Das, wenn ein Mädchen so vorbei und er sagt so, ja, sie ist voll hübsch oder so. Wäre das schlimm? Ja, das wäre sehr schlimm, das geht gar nicht. Welcher Mann macht sowas, Digga? Das geht gar nicht. Kein Respekt. Von Belgien. Oh, ich komme von Belgien. Oh, Belgier gut? Yeah. Oh, Belgier gut? Very good. And my next question, how is Luxembourg? Is good or not good? Smoke weed. Moni is little. Wallah, ihre Augen sind richtig klein, wie A-, Alter. Smoke weed every day?
Oh yes. Very good. Yes, yes, yes. Ja. Drei Sachen, was du von deinen Eltern verheimlicht hast. Was hast du von deinen Eltern verheimlicht bis jetzt? Ja, dass ich Gras geraucht habe. Ja. Halt, dass ich gesagt habe, dass ich in Luxemburg bin, aber irgendwo anders bin. Wo warst du? Ja, ich war in Deutschland. Oh. Getrunken und danach nichts mehr gesagt, oder? Ja, das wissen sie sowieso nicht. Ey, wieso, aber das ist ja auch einer, das hast du auch peinlich, oder? Ja. Ja, fast wegen Sex ist gestorben. Jeden Tag halt. Oh, Sepp. Trächtel an deinem Körper, was Löcher hat. Was? Aber, Bruder, red einmal langsam. Oh, Sepp. Trächtel an deinem Körper, was Löcher hat. Ach, Trächtel. Meine Nase, meine Ohren und mein Mund. Dir, was hast du für Fragen? Drei Sachen, was du deinen Eltern schon mal bis jetzt verheimlicht hast. Problem ist, meine Eltern wissen eigentlich quasi alles über mich. Ja, was hast du, Eskina, du, guck mal, du bist auch ein Mensch, weißt du, als ob ich schon was verheimlicht, weißt du. Was hast du zum Beispiel verheimlicht so von denen? Ich bin ein braver Mensch. Ehrlich? Ja, ziemlich. Nee. Nee, aber... Es gab da mal so eine Situation, da war so ein Lagerhaus, ja. Das war einfach überhaupt nicht abgesperrt. Wir in der vierten Klasse war das einfach reingegangen und haben uns gesagt, ja, wir nehmen die Axt einfach mal mit so. Und dann heftig. Dann wissen nichts davon? Ja, zu dem Zeitpunkt haben sie nichts gewusst, aber mittlerweile schon. Krass. Drei Sachen, was du von deinen Eltern verheimlicht hast. Trinken, wie ich halte. Kiffen. Ja, kiffen, ja. Nur wir sind ein paar Bäuer. Papier. Ich hab Papier wie ist das? Papier geraucht? Geraucht? Papier geraucht? Wie kann man Papier rauchen? Ja, mit Tee. Das geht. Ja, wenn ihr nicht Fixen rauchen wollt, dann probiert Papier mit Tee. Das geht auch. Okay, und gesund, es ist gesund. Okay, okay. Are you rapper? Mein Instagram ist Mbemba Siset. And how old are you? 18. How old are you? 18, du! Yes! 15, man. 15. Du 15, nicht 15. 14. 17. You 14. Tschüss, Lam. Yes. You 15. And how old are you? 17. And you? Huh? 18. You! Yes! And you? You are 13. Aber auf Freestyle, drei Stellen, wo du schon mal mit einem Typen was hattest. Nee, das sage ich jetzt nicht. Nein. Sagst du auch nicht? Nee. Wie alt seid ihr nochmal? 17. Und du? 17. Drei Stellen an deinem Körper, was Löcher hat. Was? Achtet mal darauf, wie er sich von einer unangenehmen Situation, wie schnell er sich versucht zu retten. Aber krass, dass die beiden 17 sind, sehen viel älter aus. Was hattest? Nee, das sage ich jetzt nicht. Nein. Sagst du auch nicht? Nee. Wollte ich sagen, nee, nein, auch nicht. Okay, kurz blamiert. Und jetzt können wir jetzt sofort drauf achten. Wie alt seid ihr nochmal? 17. Und du? 17. Drei Stellen an deinem Körper, was Löcher hat. Was würdest du sagen, wo du Löcher hast? Drei Stellen. Ist das jetzt so literally jetzt? Das Arschloch, das ja. Penisloch und... Dein Nasenloch. Nasenloch, genau. Boah, sehr stark. Maschallah. Drei Stellen. Töbete, Junge, der Junge, ne? Wozu der Maschallah sagt, Alter? Oh mein Gott. An deinem Körper, was Löcher hat. Mund, Nase, Ohr. Und bei dir darfst du nicht mehr sagen. Loch. Mund und Nase. Vagina. Eine Vagina. Drei Orte, wo du schon mal Sex hattest, wo du sagen würdest, nee, da mach ich nie wieder mehr. Ich bin 18 und Jungfrau. Pass auf, Bruder, pass auf. Oh mein Gott, ich hab mir gedacht, Bro. Okay. Schiff Koran, die beiden. Boah, wie gut die zusammenpassen. Beide cringe, Digga. Drei Orte, wo ihr schon mal Sex hattet. Aber wenn ich würde gerne ein Auto. Auto ist gut? Ja. Und du? Wo würdest du gerne wollen? Badezimmer? Ja. Nein, in einem Schwimmbad, aber so privat, so mit LED-Luchten. So sehr schön so, ja. Und wann bist du aufgestanden von deinem Traum? Drescher an deinem Körper, was Löcher hat. Ja, Arsch, Mund und Nase. Oh, sehr gut. Ja, mein Freund, danke, dass ihr eigentlich, wenn es euch gefallen hat, lasst auch allein Daumen nach oben da. Und wenn ihr noch weitere Videos hier in Luxemburg. Hallo, habt ihr den Beat nicht lauter gemacht? Luxemburg. Sehen wollt,
Ja, bis zum nächsten Mal. So ein Video schaust du eher, Digga. Was drehen wir heute? Ha? Was drehen wir heute? Yeah! Ey, warum ist da kein Like? So, Freunde, ja, das war's. Direction of Seco. Ja, nicht wie anders zu erwarten. Absolut cringe, Digga. Aber dennoch muss ich sagen, durch die Cringigkeit, sage ich mal, ja, dementsprechend sind die Videos auch sehr unterhaltend. Ne? Wir lachen darüber. In dem Sinne, das war's mit der Reaction. Wir sehen uns morgen wieder, Freunde. Haut rein. Ciao, ciao.